muss man mal bauen, Mann. Dass sie das noch nicht irgendwie, dass da mal coole Häuser auch gebaut werden. Immer nur die gleiche Scheiße. Naja, ist ja auch. Ist in Ordnung. Ist nicht ganz so schlimm. Das hätte ja schlimmer sein können. So, weißt du? Hier ist Stein ringsrum gebaut und so. Und, aber in der Mitte war noch Dreck. Das passt überhaupt nicht. Ja. Scheiße weg. Oh, perfekto. Mach die Tür auf. Dankeschön. Können wir auch gleich ein paar Schweine grillen. Zack, zack, zack. Ups. Das passiert mir ständig. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Nee. Den wollte ich bauen. Ja. Ein Äxtle. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Das ist doch voll nervig. Schon wieder 10 Minuten um. Ein Tag ist ja 10 Minuten. Und eine Nacht ist ja auch 10 Minuten. Das heißt, wenn sich das nicht geändert hat, und ich habe das Gefühl, es hat sich nicht geändert in der Zeit. So, noch ein bisschen Blödsinn hier wegräumen. Dann können wir schön ein Treppchen weiterbauen für das Haus, was wir da haben. Jo. Ups. Jo. Wie machen wir das? Zack, zack. Die werden doch erstmal reichen. Nehme ich mal an. So, wir wollen ja noch ein bisschen hier hoch und runter laufen können. Da hoch. Und dann machen wir das doch weg. Bin mir da noch nicht so ganz einig, aber wir machen es erstmal so. Damit man nicht ständig springen muss, wenn man nur ins Haus rein will. Voll Blödsinn. Das machen wir lieber vernünftig. So, ja. Oh ja. Noch ein Treppchen. Texturfehler? Oh, 1, 2, 3. So, hier. Das ist schon wieder das ganze Stein weg. Der ganze Stein aufgebraucht. Oh ja. Da noch ein Haar ab. Und machen wir hier noch so. Ja. Aufgezeichnet. Das ist hässlich. Wer sich den Scheiß hier ausgedacht hat, Jungs. Ihr müsst doch mal euer Getreide abernten. Hip. 44. Achso, ich habe ja unterwegs noch einige gesammelt. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, wo kommt denn das ganze Stuff-Zeugs hier her? Die ganzen Samen. Kann auch unmöglich vom Ernten kommen. So. Oh. Oh, ein Möhrchen. Das ist ja toll. Möhrchen, damit kann man den wie Schwein anlocken. Super. Oh, ja. Er hat es geerntet. Oh. Mann. Tu mal lieber die Möhrchen. Tu mal lieber. Wie alt ist denn der Witz dann eigentlich? Die müssen doch schon 1 Million Leute vor mir gemacht haben. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Oh. Ja. Mann. So. Ja. Hässlicher Brunnen. Oh. Oh. Ja. Geil, hier ist der Schmied. Ist da wenigstens rot, das ist nett. Ach, dass man die Leute so leicht ausräumen kann, das ist toll. So. Ach, ich habe übrigens mein Skin gar nicht präsentiert. Den habe ich mir gestern mal schnell gebaut. So sieht er aus, ne? Warte mal. Ein bisschen von vorne. Kuckuck. Das ist der LOMP-Karte-LP. Er hat sogar eine Locke. Toll. Yeah. Doing, doing, doing. Yeah. Gut. So. Oh. Ja. Zack,
Zeugs wieder anziehen. Das ist ja echt praktisch hier von euch. Oh, noch mehr Möhrchen. Ich weiß gar nicht, ob die hier die Chunks aktiv halten, weil das wäre echt cool. So. Ah, Mann, hier kommt man gar nicht hinterher mit dem ganzen Dampf. Du weg, du weg, weg. Und du auch weg. Da kann man sich dann ein Brot bauen. Oh. Oh. Los Bibliothekos. Oh, oh. Hä. Das ist nett. Aber so viele Schafe. Wer braucht denn so viele Schafe? Ist doch voll Blödsinn. Kann die mir auch essen? Oh. Cool. Mann. Die Schafe braucht kein Schwein. Ich brauche Schwein. Ja. Oh. Ist das Gravel? Mhm. Mhm. Sehr gut. Da fall ich nicht so doll rein. Richtige Kohle. Wahnsinn. Und das für mich. Es ist einfach unglaublich. Was ist denn da los? Das sieht ja scheiße aus. Ein Keller. Obwohl, da hoch. Und da erst. Mein Gott, das schreit ja förmlich nach einem Keller. Ist das mein Haus? Nee, ist nicht mein Haus, oder? Welches Haus ist das? Ach, die Bibo. Die Bibliothek. Hat die eigentlich eine Tür? Oh. Hä? Hat keine Tür? Ist das eine von außen Anguckbibliothek? Seid ihr bescheuert? Hä? Komm mal hier auf. Mal reingucken. Na, endlich darfst du mal raus in die frische Luft, hä? Oh. Geil. Die unterirdische Bibliothek. Nett. Cool. Mhm. Oh. So. Wo ist jetzt hier mein Haus hin? Da war es doch irgendwo, glaube ich. In dieser Richtung. Da. Ein Haus für den LOMP-Kanter. Das ist echt cool. Und die Tür ist auch noch offen. Und der Shaderfehler ist auch noch da. Shaderfehler, Texturfehler. Oh, eigentlich was Festes zu essen. Festnahrung. Herrlich. Tipp, tipp. Ein Button? Nö. Dann nehmen wir lieber eine dritte. Eine dritte. Dahin. Ja. Sehr gut. Oh. Stimmt, das ist ja. Habe ich ja weggebaut. Tja. Da fehlt eine Tür. Tja, was nehme ich jetzt hier als Unterschlupf für meine Truhen? Das hier mal. Ja. Oh, wir haben sogar noch zufällig eine Tür dabei. Zack. Ja. Hüp, hüp. Kann man ja gleich mal ausnutzen hier. Hm, ja. Hm, was bringen wir rein? Gravel, das, alles, was wir uns gerade nicht brauchen, kommt da hoch. Erstmal rein. Karotten kommen da rein. Das Iron kommt da rein. Ein bisschen Holz kann da mit rein. Jo, das reicht. Jetzt regnet das auch noch hier die Scheiße. Hmm, ist natürlich blöd, wenn das jetzt hier schon alles fertig gebaut ist, ja? Nee, ich mach das anders, wir bauen das doch selber. Das ist mir zu langweilig, aber das hier ist auf jeden Fall ein cooles Ressourcendingens. Und das nächtliche Unterschlupf auch ganz gut geeignet, finde ich. Mhm. Ja, davon nehmen wir uns mal drei mit. Gut, behalten wir auch mal ein bisschen noch was. Ja. Ja, bleib hier ruhig drin, das ist nur Bums. Nee. Oh. So, damit hier die Tür nicht immer auf und zu geht. Das wäre ja echt unpraktisch für den Onkel. Wenn dann so mitten noch ein Creeper reinkommt, boom, dann ist meine Truhe weg. Das ist nicht gut. Ist ja nichts, gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah.
Mai, 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 Mai. So, das ist echt unpraktisch hier, wenn es dunkel wird. Reicht es? Nacht. Jo. Nö. Dann würde jetzt als nächstes Haus gebaut. Häuslebauer. Ja, wo bauen wir das hin? Auf eine schöne Ebene, ja. Warte mal, hier war doch irgendwo die Höhle. Burn. Oh. Und wie creepy. Creepy, creepy. Oh, fuck, da war ja von hinten auch noch einer. Drecksau. Gut. Also, hier wird das Haus gebaut. Der Creeper hat's bestimmt. Das wird dann der Boden. Komm, du blödes Schaf, geh da rein. Na los, geh da rein. Los, fall rein. Ja. Da werde ich mich dann aber wundern, wenn ich hier wieder rauskomme. Und da ist ein Schaf. Wenn ich meinen Keller baue. So, mal gucken hier. Wie groß machen wir denn das? Oh. Ja, ist nicht schlimm. Machen wir trotzdem. Hey, ist das Ding echt noch nicht gebaut? Ich habe eine Veralbung. Ist gut, ungefähr da. Dungeon Melody. Scheiße. Brauchen noch ein paar mehr. Wir müssen ja schachten, eine Menge. Reicht das? Ups. Wie groß machen wir es denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eigentlich könnte man dafür auch Halbdinger nehmen. Das wäre sogar cool. Ja, das machen wir. Das machen wir direkt. Wie ging das noch? Ja, so irgendwie, ne? Ja. Ja, das sieht gut aus, ne? So. Pupp. Nee. Hüpp. Ja. Können wir das komische Ding da noch wegmachen mit? Wie verrottet das Zombiefleisch? Nein! Ach, das ist das einzigste Problem an dieser Scheiße mit den Dingern. So. 1, 2, 3, 4. Oh, verdammt. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 8 waren es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann hier einfach durch. Das sieht dann auch von unten ganz neckisch aus. Wenn man dann einen Keller baut, wenn das hier nur so halb ist. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht, dass ihr euch wundert, warum das hier außen ist. Das wird sich gleich noch erklären, wenn ich hier den blöden Boden ein bisschen ausgeschachtet habe. Zack, 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 zack. Und noch mehr. Und weiter. Und ja. Gib's mir, sei meine Erde. Oh ja. Aufgezeichnet.
Vielleicht hätte ich mir doch einen aus Stein machen sollen oder so. Ach, naja, was soll's.